Mit diesem Wagen fuhr Goethe nach Karlsbad. Die Straßenlage scheint ja nicht besonders günstig zu sein. Oh, trotzdem fährt er immer noch sicher seine 100 Sachen in mehreren Tagen. Du, Ilse, komm, ich habe eine famose Idee. Das kommt auch vor? Psst. Hier. Karlsbader Reise? Ja, was heute nicht geschieht, ist morgen nicht getan. Und keinen Tag soll man verpassen. Oh, vor Ehefurcht ich erröte. Dies Wort, das stammt von Goethe. Oh. Wir fahren jetzt von Weimar nach Karlsbad. Genau wie damals Goethe. Über Jena, Pößneck, Schleiz, Hof, Franzensbad, Eger. Wunderbar! Frisch gewagt und frisch hinaus! Vorbei am Hause Schillers und an Goethes berühmtem Gartenhaus kommen wir zu dem kleinen Palais der Frau von Stein, der Freundin Goethes. Hinauf, hinan, frei ist die Bahn. Hinauf aus dunkler Tiefe ins lichte Positive. Sachte, sachte, erst einmal nach Jena. Weißt du, Ilse, dass die Jenenser ihren Marktplatz gute Stube nennen? Wohl wegen der Tische und Stühle. Du merkst auch alles. Im sonnigen Gartenhaus des Botanischen Gartens, den Goethe selbst angelegt hat, verlebte er manche frohe Stunde. Den schreckt der Berg nicht, der darauf geboren. Schiller! Was? Das ist von Schiller! Könnte auch von mir sein. Na, na. Sieh mal, zu unseren Füßen liegt Kala. Und in dieser Richtung fahren wir nach Pößneck. Auf seinen Reisen nach Böhmen hielt Goethe 18 Mal in Pößneck Einkehr. Er verbrachte hier auch seinen 73. Geburtstag. Aus der Spielzeugschachtel. Ziegenrück.
Ein kleines Idyll. An einer uralten Völkerstraße liegt die berühmte Bergkirche zu Schleiz, die letzte Ruhestätte der Fürsten zu Reuß. Dann ist das Schleiz. Und sicher ist Goethe doch da auch eingekehrt. Ja, hier steht 6-mal in der goldenen Sonne. Hat Goethe nicht auch in Hof gewohnt? Ja, aber das Hof der Goethezeit ist völlig abgebrannt. Als nächstes singt der Kinderchor des Deutschlandsenders das Lied vom Heideröslein von Johann Wolfgang von Goethe. Wie für uns bestellt. Hinter Asch liegt der Goethestern, wo Goethe der Aussicht wegen oft rastete. Und wie pflegte er zu sagen? Wir wollen ein wenig aussteigen und sehen, ob uns ein Frühstück in freier Luft schmecken wird. Wohlan, ist sei. Sag mal, Ilse, wie lautet doch das Zitat aus Götz von Berlichingen? Wenn ihr gegessen und getrunken habt, seid ihr wie neugeboren. Seid stärker, mutiger, geschickter zu eurem Geschäft. Fritz, und wie lautet das andere Zitat? Auf, Herr Hauptmann, auf! Es ist nicht Säumens Zeit. Dreiunddreißigmal kam Goethe nach Franzensbad, oft sogar zu mehrtägigem Aufenthalt. Wie weit ist es noch bis Eger? Nur ein Katzensprung. Sei uns gegrüßt. Du alte Reichsstadt Eger. Das Wappen des Herzogs von Friedland. Albrechts von Wallenstein.
Hier also erlosch sein Stern. Die Burg zu Eger gilt als besterhaltener romanischer Bau aus dem 13. Jahrhundert. Friedrich Barbarossa hat sie als Kaiserpfalz erbaut. Goethe schrieb einst an Knebel: Ellbogen liegt über alle Beschreibung und lässt sich als ein landschaftliches Kunstwerk von allen Seiten betrachten. Ich schlage vor, nicht direkt nach Karlsbad hineinzurauschen, sondern an den Hans-Heiling-Felsen vorbeizufahren. Gemacht. Sehr oft weilte Goethe im schönen Tal der Tepel. Und schon rollen wir in Karlsbad ein. Ich höre aber nicht die Trompetenstöße, mit denen zu Goethes Zeit die eintreffenden Gäste begrüßt wurden. Wo denkst du hin? Im heutigen Weltbad müssten die Trompeter Tag und Nacht blasen, wenn sie jeden Gast begrüßen wollten. Wenn ich nicht irre, weilte Goethe 13 Mal in Karlsbad. Goethe liebte Karlsbad über alles. Er nahm dafür 5 beschwerliche Reisetage in Kauf. Und fand sie schön. Denn er sagt selbst, man reist ja nicht, um anzukommen, sondern um zu reisen.